Hinweis: Der folgende Beitrag ist eine audiovisuelle Aufarbeitung des Lebens von Kurt de Jong. Im Laufe des Beitrags werden nicht nur Bilder aus dem Leben des jüdischen Sozialdemokraten gezeigt, sondern auch Zitate aus der Zeit der Shoah und des Nationalsozialismus. Kurt de Jong war ein jüdischer Sozialdemokrat aus Bayreuth. Als Sohn eines örtlichen Viehhändlers wuchs er mit seinen Geschwistern in der Spitalgasse 10 in Bayreuth auf. Er besuchte zunächst die Graser-Schule in der Bayreuther Innenstadt, bevor er die zweijährige Handelsschule abschloss und eine kaufmännische Lehre in Nürnberg absolvierte. 1926 kehrte er nach Bayreuth zurück, um beim Arbeitsamt der Stadt zu arbeiten. Bilder aus dieser Zeit zeigen ihn als motivierten und jungen Mann bei der Arbeit mit seinen Kollegen im Amt. De Jong war von seiner Jugend an politisch aktiv und trat 1920 im Alter von nur 15 Jahren der Bayreuther Ortsgruppe der SPD bei, wo er bis zu seinem Tod engagiert bleiben sollte. Als Trommler der Trommler- und Pfeiferabteilung des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold trat der engagierte Sozialdemokrat ebenfalls sehr frühzeitig der 1931 gegründeten antifaschistischen Eisernen Front der SPD bei, einem Zusammenschluss der freien Gewerkschaften, Arbeiterturnen und Sportverbänden sowie des Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold. In seinen Augen war diese Organisation die letzte Vereinigung starker Männer und so trug er das Erkennungszeichen der Eisernen Front, die drei Pfeile, stolz auf seinem Fahrrad. Spätere Aussagen de Jongs zeichnen ein Bild eines kämpferischen jungen Mannes, der auch vor physischen Auseinandersetzungen mit der Bayreuther SA keinen Halt machte. So kam es mehr als nur einmal zu Handgreiflichkeiten zwischen der Bayreuther Eisernen Front und dem späteren Gauleiter Hans Schemm, an denen auch de Jong aktiv beteiligt war. Christoph Rabenstein, ein Historiker und langjähriger SPD-Landtagsabgeordneter, der de Jong seit den 80er Jahren kannte, erzählt, mit welcher Ernsthaftigkeit Kurt gegen den aufkeimenden Faschismus in Bayreuth kämpfte. Zu dieser Zeit, 1933 und davor, war er noch in einem Alter, wo man also noch sich an den Gegnern auch gern aufreibt. Und das war damals üblich. Anfang der 30er Jahre hat es dann heftige Auseinandersetzungen mit den Nationalsozialisten gegeben, unter anderem auf Straßenschlachten. Und da sind also die Sozialdemokraten und zunächst der Reichsbanner, also die Organisation, die sich hier schon Mitte der 20er Jahre gegründet hat und dann in die Eiserne Front aufgegangen ist. Die haben sich also auch Straßenkämpfe mit der SA und den Hitlerleuten geliefert. Und da war er natürlich, Kurt de Jong, auch in dem Alter einer, der da sicher mit vorne dran war. Aber so brutal wie dann 1933 die Nationalsozialisten gegen Kurt de Jong und seine Sozialdemokraten und auch Kommunisten vorgegangen ist, da war das vorher überhaupt nichts dagegen. Als Kurt de Jong eines Morgens im März 1933 zur Arbeit im Alten Rathaus fährt, erwarten ihn bereits SA-Mitglieder und ein Kollege aus dem Amt, die ihn von seinem Fahrrad zehren, ins Rathaus einsperren und später zusammen mit anderen Sozialdemokraten und Kommunisten ins Gefängnis im St. Georgener Schloss bringen. De Jong berichtet, dass die Straßen voller Menschen waren, die ihn und die anderen als rote Hunde und Saujuden beschimpften und die Verhaftung bejubelten. In einem Verfahren vor der Spruchkammer beschreibt de Jong später in einer schriftlichen Aussage, wie ihm an dem Tag seiner Verhaftung von einem Kollegen mitgeteilt wurde, dass er Saujude nun endlich verhaftet werde, der bereits viel zu lang im Sessel im Arbeitsamt gesessen habe und dass nun seine Zeit gekommen sei, den Platz von de Jong einzunehmen. Gegenüber Christoph Rabenstein nannte de Jong drei Gründe für das, was die Nazis zynischerweise schutzhaft nannten. Er hat dafür drei Gründe angegeben. Einmal, weil er eben Jude war. Das war das, was also auch der spätere, der Bayer, gesagt hat, du Saujud. Das zweite, weil er natürlich Sozialdemokrat war. Er ist sehr früh zur SPD gegangen und war dann auch im Reichsbann und in der Eisernen Front. Und das dritte war eben, er hat im Arbeitsamt gearbeitet und viele dieser Posten waren begehrt. Und der ihn da eben verhaftet hat, der hat also gleich seinen Posten übernommen und war froh, dass er einen Posten bekommt, den früher der Kurt de Jong als Sozialdemokrat innen hatte. Also einmal Jude, Sozialdemokrat und dann ging es um die Arbeitsstelle. 6 Wochen nach seiner Verhaftung wird de Jong zusammen mit rund 30 weiteren Bayreuther Bürgern mit dem Zug ins KZ Dachau gebracht.
Christoph Rabenstein erinnert sich an de Jongs Schilderungen aus dieser grässlichen Zeit. St. Georgen war also dieses Gefängnis, das jetzige Schloss, wo ebenfalls das Gefängnis drin ist, das war ja damals so eine Art Mini-KZ. In dieses Mini-KZ kamen die ganzen oberfränkischen Schutzhäftlinge, wobei Schutzhaft natürlich der falsche Ausdruck ist. Das waren also normale Gefangene, die auch übel misshandelt worden sind. Aus Hof, aus Kulmbach, aus überall sind hier die Schutzhäftlinge gekommen und unter anderem war auch Kurt de Jong in St. Georgen. Und weil dann eben der Platz in St. Georgen nicht mehr ausgereicht hat, sind dann nach wenigen Wochen die ersten Transporte nach Dachau. Die sind also hier zum Bahnhof geführt worden und dann mit Waggons nach Dachau gekommen. Und einer der ersten war eben Kurt de Jong. Und er hat mir erzählt, dass er in Bayreuth nicht misshandelt wurde. Dass er aber von anderen Häftlingen, unter anderem von der Familie Caesar, da hat es Misshandlungen gegeben, aber er selber hatte wohl Glück gehabt. Aber in der Zeit, wo er in Dachau war, da hat er erzählt, dass er übel misshandelt wurde, auch weil er eine deutsche Frau hatte, und das hat man natürlich überhaupt nicht gern gesehen von den Nationalsozialisten, dass also Juden mit Deutschen verheiratet waren. Allein aus diesem Grund war er verhasst und er hat also erzählt, dass sie ihn so verprügelt hatten, dass er überhaupt keine Haut mehr am Körper verspürt hatte. Nach seiner Rückkehr aus Dachau ist für de Jong klar, dass es für ihn und seine Familie nur einen Weg gibt zu überleben. Weg aus Nazi-Deutschland. Und so flieht de Jong während eines Aufenthalts in Nürnberg gemeinsam mit einem Freund mit dem Fahrrad in die Niederlande, wo er zunächst als Maurer arbeitet und seine Familie nachholt, bevor sie gemeinsam mit dem Schiff nach Palästina übersetzen. Das war ja damals nicht so einfach, ins Ausland überhaupt zu fliehen. Und er ist wohl Richtung Norden gezogen. Wir haben auch hier noch eine schöne Aufnahme, wo er praktisch in Verkleidung, in Lederhosen und so mit einem Bekannten auf der Flucht dargestellt ist. Als harmloser Tourist, möchte ich einmal sagen. Er ist dann in den Niederlanden gewesen. Er hat dann dort auch schon gearbeitet, immer wieder als Hilfsarbeiter, als Maurer, was man halt so machen konnte. Und er ist dann mit dem Schiff weiter Richtung Palästina geflohen, wobei, ich glaube, das war Triest, wo er dann seine damalige Frau aus Bayreuth, der hat er Bescheid gesagt. Und die sind dann also über Triest in das damalige Palästina. Und da war es für ihn ebenfalls nicht einfach. Also auch da von dieser Flucht und dann sein Aufenthalt in Palästina, da hat er mir ebenfalls ausführlich drüber erzählt. Er sagt hier, in Bayreuth war er der Saujud. Und dann in Palästina haben sie ihn dann als Deutschen mehr oder weniger betrachtet. Und er hat das also wirklich am Anfang auch nicht leicht gehabt. Man denkt da immer nur, die sind dann als Flüchtlinge da gut aufgenommen worden. Von wegen. Das Fernweh und die zunehmend angespannte Lage in Palästina bewegen Kurt de Jong schließlich dazu, 1954 mit seiner Frau und seinem Sohn nach Bayreuth zurückzukehren. Seine Tochter Ruth hat in der Zwischenzeit den Militärdienst abgeschlossen und geheiratet. 1952 kam Enkelin Iri in Haifa zur Welt. Bereits 1947 hatte ihm der Bayreuther Oberbürgermeister Oskar Mayer geschrieben, dass der Bayreuther Stadtrat gewilligt sei, den früheren Angestellten des städtischen Arbeitsamtes wieder in seine frühere Stelle bei der Stadtverwaltung Bayreuth aufzunehmen. Nach seiner Rückkehr wagte de Jong noch einen dritten und letzten Neuanfang in seiner alten Heimat. Christoph Rabenstein berichtet. War es so, dass hier in Palästina, in dem Staat Israel, der sich ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg gebildet hat, ein Ausreisestopp vorhanden war. Und er hatte ja einen Job dort. Deswegen wird er sich das schon zweimal überlegt haben, ob er jetzt wieder neu die Zelte in seiner Heimatstadt aufbaut. Aber er hat sich dann doch entschlossen, wohl nach diesem Ausreisestopp, der aufgehoben wurde, oder wo er dann sich befreien konnte. Und dann ist er also nach Bayreuth wieder zurückgekommen und er ist auch bei der SPD sofort wieder aufgenommen worden und ist dann auch für treue Mitgliedschaft geehrt worden. Und da habe ich ihn öfters getroffen und was mich beeindruckt hat an Kurt de Jong, er war nicht verbittert. Trotzdem, was er ja alles erlitten hat
in dieser Zeit, trotz dass der größte Teil seiner Familie in den Vernichtungslagern umgekommen ist, das hat er trotz alledem ganz gut überwunden gehabt. Und er war, das muss man auch sagen, ein lustiger Typ. Er war ein humorvoller Typ. Er hat hier in Bayreuth zum Beispiel auch bei der Faschingsgesellschaft hier mitgemacht. Aber er hat auch diese Sachen im Dritten Reich, das hat er aber auch nicht verdrängt. Sondern nach langem Schweigen hat er dann auch zu seinem Leidensweg Auskunft gegeben. Er ist zum Beispiel auch das KZ Dachau mit einer Gruppe von Bayreuthern gefahren. Das war im November 1985. Ist er also hier als ehemaliger Häftling am Volkstrauertag nach Dachau gefahren und hat nach 40 Jahren, nach Kriegsende, praktisch seine schwierigen Wochen in Dachau da noch einmal aufgearbeitet. Auch das ist ihm nicht leicht gefallen. Der war einer, der also jetzt hier nicht das Ganze vergessen konnte, immer wieder daran gedacht hat, aber der auf der anderen Seite jetzt nicht ein Ahnkläger in der Art war, dass er bestimmte Personen belastet hätte. 1992 stirbt de Jong im Alter von 86 Jahren in Bayreuth. Sein Vater und die drei Geschwister kommen in Konzentrationslagern um.